Hallo und guten Tag, ihr Lieben. Ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Monolog. Ja, schon etwas länger nicht mehr gewesen, aber es gibt einfach so viele Themen, die ich heute mal hier kurz aufgreifen möchte. Ja, und da fangen wir auch gleich mal an mit dem Bild der Schande. Alle, die gerade was gegessen haben, die möchten jetzt bitte wegschauen, weil das könnte doch tierisch auf den Magen schlagen. Ja, Entschuldigung. als nächstes, ich bin schon seit Ewigkeiten großer Fan von Kielis Moore. Er ist heute in London und zwar wird da verhandelt vor Gericht Julian Assange. Ja, Kielis Moore in London live dabei. Ich verfolge das schon den ganzen Morgen. Ob er freikommt, ich bin da nicht sehr optimistisch. Kielis Moore ist in einem Livestream vor Ort und berichtet live von der ganzen Geschichte. Gerüchte besagen, dass Julian Assange selber nicht im Gerichtssaal anwesend ist, da es ihm sehr schlecht geht und er aus gesundheitlichen Gründen nicht im Gerichtssaal persönlich da ist. Hey, alles gut bei dir? Für dich habe ich nichts. Nee, oh Mensch, du. Ja, du. Du bin wunschlos glücklich. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, sicher. Mach gerade ein Video für YouTube. Nach Längen mal wieder ein Monolog. Guck ich mir dann später an. Aber hallo. So, jetzt bin ich gerade unterbrochen worden und zwar von meinem Postboten. Ja, wir haben da immer verschiedene. Der hier ist ein ganz, ganz toller, weil der schaut tatsächlich auch meine Videos auf YouTube. Er hat auch gesagt, ja, gucke ich mir dann später nochmal an. So, wo war ich stehen geblieben? Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar bin ich ja ein Kind der 80er Jahre. Da war so meine aktive politische Phase auf der Straße und so weiter, Hausbesetzer etc. Ja, und natürlich war ich auch gegen Atomkraft. Genauso wie die damals gegründete TAZ, die Tageszeitung, genauso wie die Grünen, die sich damals gegründet haben. Atomkraft, nein, danke. Ja, und nach so langer Zeit sind diese beiden Institutionen leider, ich sage jetzt mal von der dunklen Seite, so dermaßen infiltriert worden, dass es immer noch heißt heute zwar Atomkraft, nein, danke, obwohl ich das mittlerweile sehr anzweifle. Es gibt mittlerweile Mittel und Wege, die Atomkraft einzusetzen, ohne schädliche Abfälle zu produzieren, ohne das Ganze gefährlich aussehen zu lassen. Auf jeden Fall heißt es eben heute Atomkraft, nein danke, nach wie vor, in Deutschland alle abgestellt. Atombomben, ja bitte. Ich finde, genau an dem Punkt zeigt es sich überdeutlich, in welcher schizophrenen Situation wir uns heute befinden. Das ist einfach beispielhaft. Und hier, ich glaube, sie ist die Chefredakteurin der Taz. Ja, ein paar klare Worte dazu. Europa braucht auch Atomwaffen. Denn Irre. Russland ist eine Atommacht. Ja. Und wenn jetzt, wenn jetzt Trump Tom. sagt, ja, hier, du kannst sie ja angreifen, dann sagt er ja nichts anderes als, ich habe auch Atomwaffen, aber für Europa werde ich die nicht losschicken. Ja, Kinders, den Monolog mache ich heute, weil ich wollte ihn eigentlich gestern machen. Aber bei uns ist leider die Heizung ausgefallen. Das heißt, wir hatten weder warmes Wasser noch warme Heizkörper. Also es war einfach nur kalt. Ich konnte mir die Haare nicht waschen. Ich konnte mich nicht rasieren. Ja, hätte ich natürlich alles mit kaltem Wasser machen können. Habe ich aber nicht. Deswegen habe ich heute mal so einen richtigen kleinen Generalputz gemacht, wie man mir auch ansieht, gell? Und ja, deswegen kommt heute der Monolog.
So, an dieser Stelle möchte ich nochmal daran erinnern, dass Rainer Füllmich nach wie vor Gefangener der Bundesrepublik ist. Ja, es gab eigentlich nur zwei andere YouTube-Sender, die da mehr oder weniger darüber berichtet haben. Und zwar war das einmal der Roger, so soll ich das aussprechen, nicht Roger, wie man es schreibt, sondern Roger. Und der liebe Streampunk. Also diese beiden und ich sind so ziemlich die einzigen, die über diese Angelegenheit etwas ausführlicher berichten. Ihr habt die Neuigkeiten gestern mitbekommen, die nächsten Termine jetzt am Freitag und ich weiß nicht noch an welchem Tag noch, am Dienstag glaube ich, sind ausgefallen. Der dritte Termin, der darauf folgt, der steht nach wie vor. Jetzt ist die Frage offen, und das kann mir auch keiner beantworten, warum sind jetzt hintereinander drei Termine dieses Prozesses ausgefallen? Es wird viel spekuliert, ob das Ganze vielleicht nach hinten losgeht, sich dreht und die tatsächlichen Schuldigen jetzt vielleicht auf der Anklagebank landen oder ob einfach nur einer der Anwälte krank ist, einer der Richter krank ist oder sonst was. Man weiß es nicht, sind alles Spekulationen. Ich hoffe, dass es ein gutes Zeichen ist. Ich werde genauso wie Streampunk, aber auch Roger von Bittel TV weiterhin darüber berichten. Ich habe auch vor, mit dem Streampunk mal eine Sendung zusammenzumachen über dieses Thema, wie wir das so über die Zeit erlebt haben. Wir sind da gerade im Gespräch. Ich hoffe, das passiert auch bald. Vielleicht können wir ihn dann ja auch mal in echt sehen und nicht mal mit dieser Maske. Schauen wir mal. Mich würde es nicht stören, wenn es nur die Maske ist. Das ist eben seine Art und jeder, wie er meint und kann. Ja, da gibt es noch die neuesten Meldungen aus dem Ukraine-Krieg. Ja, ist sehr heftig. Russland rückt enorm vor. Es sind sehr wichtige Städte mittlerweile eingenommen, wieder mal neue Städte eingenommen worden. Ja, da war ja diese Sicherheitskonferenz in München und da ist auch Selenskyj wieder gefeiert worden. Ich weiß immer nicht, für was wird der eigentlich gefeiert, dass der sich da die Milliarden in die Tasche steckt, die wir als Steuerzahler in die Ukraine, in Richtung Ukraine schicken. Ich weiß es nicht, was das alles soll. Ich weiß nur, dass der Drops eigentlich gelutscht ist. Im Endeffekt können wir eigentlich nur noch zuschauen, wie Russland langsam auf Kiew vorrückt, mehr oder weniger. Irgendwann, schätze ich mal, wird sich da Polen noch einmischen und sich noch ein ordentliches Stück abknaspern. Schauen wir mal, was da noch passiert. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Nichtsdestotrotz, hier nochmal ein paar Bilder von dem demokratischsten Präsidenten, den die Ukraine jemals gesehen hat, damit wir nicht vergessen, wes Geisteskind dieser Mensch tatsächlich ist. Ja, noch ein ganz großes Thema, Nawalny in der westlichen Hemisphäre, also bei allen NATO-Ländern würde ich jetzt mal so sagen, ist er bekannt wie ein Hund, der sehr bunt ist. In Russland kennt ihn praktisch niemand und witzigerweise habe ich eben in den Nachrichten, ich glaube es war auf Welt, einen Bericht gesehen von einer Journalistin, die von da live berichtet hat, die tatsächlich in Russland zugegeben hat, dass er hier eigentlich als Oppositioneller gar keine Rolle spielt. Ich dachte, ich höre nicht richtig, weil diese Worte hört man ja hierzulande gar nicht so. Ihr wisst ja, dass ich morgens immer so die bundesdeutsche Presse durchgehe, also das heißt Printmedien, die schaue ich mir im Internet an, was die so für Schlagzeilen haben, was sie gerade für
Schweinchen durchs Dorf treiben, genauso wie die TV-Medien und so weiter. Da schaue ich auch bei den Nachrichtensendern auch mal vorbei und verschaffe mir einen Überblick, was denn da so gerade Thema ist. So, und da habe ich eben halt einen sehr langen Kommentar gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, es war auf NTV. Ich bin mir nicht sicher. Ist auch egal. Jedenfalls stand da, der Oppositionsführer Nawalny, wie gesagt, in Russland kennt ihn kein Mensch. Ja, das ist eine Randfigur, wie man nur irgendwie Randfigur sein kann. Und dann stand dann da auch persönlich angeordnet, den zu ermorden hin und her. Im Moment ist das Gerücht, dem ich eigentlich am meisten Gehör schenke, dass er an einem Hirnaneurysma gestorben ist, also Schlaganfall. Das ist wohl das Wahrscheinlichste. Wenn man sich überlegt, dass der als Demokrat hochgehalten wird, und man kennt ihn von sehr vielen Bildern und Videos, wie er mit Nationalsozialisten in Russland oder eben auch gerade in der Ukraine sympathisiert, sich da abbilden lässt, die Hand hebt etc. pp. Das ist schon sehr erschreckend. Er selber ist Oligarch und kämpft eben ganz klar im Auftrag einer gewissen Nation, die gerne Russland und seine Ressourcen ausbeuten würde. Das wird uns aber als riesengroßes, lustiges Schauspiel verkauft. Es ist im Endeffekt, es ist unerträglich. Es ist einfach unerträglich. Wenn dann noch so Sachen passieren, ja, dass ich dann von einer mir sehr nahestehenden Person angerufen werde und nachdem man Hallo und Guten Tag, wie geht es dir gesagt hat, kommt als erstes der Satz: Oh mein Gott, ist das nicht schrecklich? Der arme Russe, den sie da umgebracht haben, dieser Oppositionsführer, oh mein Gott. Da fällt einem doch wirklich nichts mehr ein, wie unaufgeklärt doch die Mainstream-verseuchte Masse in Deutschland ist. Aber sei es drum genug, machen wir da einfach mal einen Punkt, weil das ist so lächerlich und so absurd, eigentlich wie alles, was da im Moment eben aus der großen Politik kommt in Deutschland. Es ist nur noch ein Witz. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe hochgeladen Videos von der ersten Pressekonferenz der neu gegründeten Partei Werteunion. Das ist sehr kontrovers aufgenommen worden in den Kommentarbereichen, muss ich sagen. Ja, ich bin da jetzt auch nicht jemand, der sofort in diese Partei eintritt und ach wie toll und hin und her. Nein, ich sehe da natürlich auch schon die Differenzen oder die Unzulänglichkeiten dieser Partei. Aber, und das ist das, was ich ganz besonders gut finde, es ist das Ende der CDU, wie wir sie kennen. Und das wurde Zeit und das freut mich ganz besonders. Weil ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo der Vater SPD, die Mutter CDU gewählt hat. Und wie gesagt, das war für mich immer das Bollwerk. Ja gut, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, ich lasse es lieber. Jedenfalls bin ich damit groß geworden, dass die eigentlich immer an der Regierung waren. Ja, stellenweise mal die SPD, ne, wurde dann mal rangelassen, weil sie natürlich bereit waren, die Deutschen mal wieder in einen Krieg hineinzuziehen, in Jugoslawien. Aber im Grunde war ja immer die CDU am Ball, ja, bis auf dieses Episödchen mit den Grünen und der SPD. Ja, und jetzt mitzuerleben, dass diese Partei ihrem Untergang entgegentrampelt, das erfüllt mich mit großer Freude. Weil es gibt tatsächlich diese Wertekonservativen in der CDU, die ich eigentlich immer bewundert habe. Es gibt natürlich auch die vielen anderen Facetten,
mit denen ich nicht so mitgegangen bin. Aber die Werteunion, die das ja auf ihre Fahnen geschrieben hat, die hat auf jeden Fall meine Zustimmung. Dass das auch nicht das Goldgelbe vom Ei ist, das bleibt mal so dahingestellt. Aber wenn ich dann so Kommentare lese, ja, die Parteien müssen alle weg und wir brauchen ein anderes System. Ja, das geht aber nicht so mal eben hier bezaubernde Genie, Klick und alles ist weg und gut. Nein, es muss ja auch irgendwie entstehen und es muss doch irgendwie eine Phase sein, in der dieses Entstehen geschieht. Das heißt ganz einfach, wir können nicht von heute auf morgen, wie soll das funktionieren? Wer will das denn initiieren? Hallo? So aus dem Nichts heraus oder was? Es kann doch nur mit den Mitteln und mit den Parteien und so weiter gehen, die wir jetzt haben. Es muss von unten kommen. Ja, so wie es bei der AfD zum Beispiel läuft. Da gibt es keine großartigen Entscheidungen, ohne nicht die Basis gefragt zu haben. Und in dieser Partei hat die Basis der Partei einfach noch ein Mitspracherecht. Und zwar ein sehr deutliches. Und dahin müssen die anderen Parteien auch wiederkommen. Und das ist einfach ein Schritt, den die Werteunion geht. Ja, diese Veränderung. Und die können wir nur schaffen, indem wir mit den Mitteln, die wir haben, mit den Parteien, die wir haben, diese Veränderung schaffen. Nur so kann es gehen. Alles andere sind Träumereien und Hirngespinste. Und ich habe jetzt ganz zum Schluss noch eine Bitte. Der Roger Bittel, der hatte ein Video gemacht, eine Live-Sendung gemacht, jetzt als letztes, wo er jemanden unterstützen möchte. Und ich schaue jetzt mal eben nochmal nach, wie dieser jemand heißt. Ist mir natürlich gerade wieder entfallen. Kleine Sekunde. Hier Ihre Postadresse und die Bankverbindung und auch die PayPal-Verbindung. So, ja, das ist die Katrin Haas. Die Katrin Haas ist Ärztin, hat eine eigene Praxis und hat sich sehr explizit eingesetzt in der Corona-Zeit. Sie hat sehr viele Videos mitgemacht, unter anderem auch mit dem Roger von Bittel TV und hat da wirklich tolle Aufklärungsarbeit betrieben. Sie ist im Moment in finanziellen Nöten. Das Video, was der Roger dazu gemacht hat, das werde ich hier auch nochmal unten verlinken. Das könnt ihr euch in Ruhe anschauen. Da erzählt er nochmal ein bisschen von ihr und in welcher Situation sie sich gerade befindet. Von meiner Seite aus möchte ich euch bitten, wenn ihr könnt, es muss ja nicht viel sein, dann lasst ihr einfach ein bisschen was zukommen. Sie hat jetzt am 27. diesen Monats Geburtstag. Das wäre natürlich eine gute Gelegenheit, ihr vielleicht mit der Post etwas zukommen zu lassen. Ansonsten werde ich auch alle Daten und Fakten hier nochmal verlinken. Also meine ganz herzliche Bitte, unterstützt diese Frau. Sie ist eine sehr, sehr tolle Frau. Ich habe auch viele Videos von ihr gesehen. Die Interviews, die sie zum Beispiel bei Bittel TV gemacht hat, mit dem Roger zusammen. Ja, das ist meine Bitte für heute. Damit will ich mich verabschieden. Ich bedanke mich für euer Interesse, für euer Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Das Video hat dir gefallen? Kommentieren, abonnieren, liken. Danke.